Ja, jetzt haben wir gesehen, unser Roboter ist betriebsbereit, wartet jetzt hier im Labor auf die Studierenden, die kommen und sich ihn anschauen wollen. Das hier ist jetzt erstmal ein etwas provisorischer Aufbau. Wir sind gerade noch dabei, so eine Box zu konstruieren, wo der Roboter draufkommt, damit man ihn noch mitnehmen kann in den Hörsaal. Hier werden wir den verschiedenen Lehrveranstaltungen einsetzen. Introduction to Technology gibt es eine Robotics-Vorlesung, wo man einfach mal zeigen kann, das Gerät. Bei Fertigungssysteme Automatisierung gibt es eine Robotikvorlesung, wo wir zeigen werden, wie Roboter generell aufgebaut sind, welche Komponenten dazu gehören, wie man Roboter programmiert, wie das Panel funktioniert. Und ja, hauptsächlich auch zum Einsatz wird er kommen im Bereich digitale Produktion. Hier lernen wir intensiv, wie die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter funktioniert, und auch im Labor digitale Produktion haben die Studierenden dann die Möglichkeit, einen eigenen Anwendungsfall mit dem Roboter zu entwickeln, den dann selbst zu programmieren und umzusetzen und ja, die sozusagen digitale Produktion hautnah zu erleben und selbst Erfahrungen mit diesem System sammeln zu können. Wie gesagt, das ist ein Roboter, der so auch in der Industrie eingesetzt wird. Zahlreiche Automobilfirmen, vielleicht hat es jemand schon mal gesehen, BMW war sogar auch mit einer großen Image-Kampagne am Start, wo dieser Robotertyp auch auf Werbemaßnahmen drin war, und auch unser Vertriebler hier setzt den Roboter in vielen, vielen kleinen mittelständischen Unternehmen überall ein. Sehr hohe Marktdurchdringung, und ja, Universal Robots ist eigentlich mit die Nummer 1, was Cobots oder kollaborierende Roboter angeht. Und ja, da könnt ihr hier hands-on Erfahrungen sammeln mit einem echten System, was man auch in der Industrie so sehen wird. Ich denke, das ist super spannend. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr euch entscheidet, als Studierende zu uns zu kommen, die Lehrveranstaltung zu belegen und euch diesem spannenden Thema zusammen mit mir und mit Benjamin zu widmen. Ja, vielleicht habt ihr auch coole Ideen, wie man so einen Roboter in der Vorlesung einbinden könnte, mit irgendwelchen vielleicht extravaganten Versuchen, die man so vielleicht aus der Industrie noch gar nicht kennt. Wenn ihr solche Ideen vielleicht habt, schreibt es einfach mal rein, und genau, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.